Hey, mein Name ist Elias, ich bin 21 Jahre alt und studiere im Examensjahrgang hier an der EBS Law School in Wiesbaden. Hey, mein Name ist Lisa, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere im vierten Semester an der EBS Law School hier in Wiesbaden. Hi, ich bin Noah und ich habe meinen Bachelor und meinen Master hier an der EBS gemacht, promoviere jetzt hier, bin also seit mehr als 5 Jahren hier und bin hier an der Business School im Campus Schloss in Österreich-Winkel. Hi, ich bin Charlie, ich studiere hier an der EBS im Master und ich mache einen Master in Management. Also ein typischer Tag hier an der EBS beginnt eigentlich um ca. 9 Uhr mit einer Vorlesung. Die geht dann so zwischen 2 und 3 Stunden, zwischendurch mit einer kleinen Pause. Und dann ist irgendwann um 12.30 Uhr meist Mittagspause. Da treffen wir Kommilitonen uns im Innenhof. Jeder holt sich irgendwas zu essen, sei es in der Mensa, hier in der Kleinen, in der Law School oder unten in der Nähe vom Bahnhof. Da gibt es einige Läden. Wir machen dann zusammen meist 1 Stunde Mittagspause. Und danach geht es dann meistens noch weiter mit 1, 2 Vorlesungen oder man trifft sich in der Bib, um zusammen zu lernen. Oft gibt es dann Unternehmensvertreter, die an die Universität kommen, mit welchen man dann Workshops hat und danach zum Beispiel noch entweder mit denen essen geht oder hier auf dem Campus im Weinkeller noch mal ein Glas Wein trinkt. Nachmittags kann man dann zum Beispiel an Resorts teilnehmen, in denen man sich einschreiben kann. Ich bin zum Beispiel im Event Resort und da kann man einfach aktiv am ganzen studentischen Leben auf dem Campus mitwirken. Wir haben zum Beispiel im Event Resort auch ein studentisches Café eröffnet und es ist einfach ganz schön. Man kommt mit den Studenten zusammen, auch aus unterschiedlichen Semestern, lernt sich besser kennen und kann eben auch selbstständig irgendwo mitwirken. Insgesamt kann man so viele AGs machen, wie man möchte. Die meisten machen 2, also haben auch nach dem Unterricht noch relativ viel auf dem Campus zu tun. Und das sorgt halt dafür, dass man viel mit den Studenten außerhalb der Unterrichtszeiten Zeit verbringt, Sachen organisiert und wirklich an Projekten zusammenwächst. Ja, wie sieht so eine typische Vorlesung an der EBS aus? Also es ist sehr praxisorientiert, es ist nicht der klassische Frontalunterricht, sondern man bearbeitet viele Case Studies, hat viele Diskussionen untereinander und dadurch, dass die Vorlesungen sehr klein gehalten sind, also oft sind nur 30 bis 50 Leute vor Ort, ist einfach ein reger Austausch vorhanden und das macht dadurch einfach sehr viel Spaß und es ist nicht der trockene, typische Vorlesungsstil, wie man ihn an größeren Universitäten findet. Also ich habe vor der EBS Psychologie im Bachelor studiert und habe mich dann aber dagegen entschieden, weiter mit der Psychologie zu machen, sondern wollte in die Wirtschaft wechseln und habe mich dann bewusst für die EBS entschieden, da es hier ein sogenanntes Vorbereitungssemester gibt, wo man einfach wirtschaftliches Vorwissen erlernen kann, was man quasi im Bachelor nicht mitbekommen hat und somit direkt in Master in wirtschaftlichem Bereich wechseln kann. Und das war ja für mich sehr weiterführend, weil ich eben nochmal grundlegende Sachen nachholen konnte, die ich eben in meinem psychologischen Bachelor nicht lernen konnte. Und muss auch sagen, dass ich mich jetzt im ersten Master Management Semester sehr gut vorbereitet fühle und eben durch dieses Vorbereitungssemester viel Wissen erlangen konnte, was mir jetzt stark weiterhilft. Also in Österreich-Winkel gibt es, obwohl es eine relativ kleine Stadt ist, schon Möglichkeiten, Dinge zu unternehmen. Also im Stadtkern gibt es zum Beispiel eine süße Eisdiele auf dem Marktplatz, wo man sich mit den Freunden treffen kann. Man kann natürlich am Rhein spazieren gehen oder auch in den Weinbergen, was sehr idyllisch ist, vor allem im Sommer bei gutem Wetter. Was ganz wichtig ist hier an der EBS, ist der Weinstand, der in der Nähe der Universität liegt und dementsprechend gut zu Fuß erreichbar ist, wo man sich einfach nach der Uni abends schön mit den Freunden treffen kann, ein Weinchen trinken kann, ein paar Gespräche führen kann und auch eben neue Leute kennenlernt. Ja, und auch sportliche Aktivitäten sind möglich. In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne laufen, joggen draußen im Kurpark, der bietet sich wunderbar dafür an. Also es ist eine tolle Joggingstrecke. Ansonsten gehe ich auch gerne ins Fitnessstudio, da gibt es auch einige Angebote hier in Wiesbaden. Also in Österreich-Winkel, was den Sport angeht, gibt es hauptsächlich 2 Optionen. Also man kann sich entweder hier in eins der lokalen Fitnessstudios anmelden und dort dann mit Freunden von der Universität nach dem Unterricht hingehen. Und ansonsten verbringen meine Kommilitonen und ich viel Zeit entweder im Rheingau, wo ja auch die Business School angesiedelt ist, oder hier in der Wiesbadener Innenstadt in irgendwelchen Cafés oder Parkanlagen, die es hier zuhauf gibt. Und natürlich kann man hier auch sehr gut den lokalen Wein verköstigen in allen möglichen Weinprobierständen. Also es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, die Freizeit sowohl sportlich als auch genussmäßig zu verbringen. Von der Universität aus gibt es auch verschiedene Freizeitmöglichkeiten. In seinem ersten Studienjahr muss man 2 Resorts belegen und hat da auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Man kann sich politisch engagieren,
Wir haben auch ein Visor für wohltätige Zwecke oder man kann auch zu Apps Sport gehen und dort Sport machen mit anderen Kommilitonen. Wir haben auch einen Cheerleader-Verein, da kann man sich auch sportlich bewegen, wenn man möchte. Von der Apps das Cheerleading-Team, wo wir auch Teil sind. Das ist einfach super schön, weil man eben auch neben dem Sport einfach eine schöne Gruppe bildet, mit der man immer was unternehmen kann und es macht einfach dadurch sehr viel Spaß. Also an der EBS gibt es viele verschiedene Resorts, wie zum Beispiel das Sport Resort oder das Invest Resort, das Sounds Resort, in dem man sozusagen als eigene Band auftreten kann. Also letztes Semester hatten wir ein studentisches Festival organisiert, das hieß Unicity Festival. Und dort ist tatsächlich auch die studentisch eigene Band aus dem App Sounds Resort aufgetreten. Wir hatten da, glaube ich, 500 bis 550 Gäste. Und dieses ganze Event, also das ganze Festival mit Bühne und Lichttechnik und Security, Einlass, Getränken, Bands, DJs, wurde alles aus der Studentenschaft aus organisiert, also alles von Studenten für Studenten. Es sind keine Limits gesetzt, was man organisieren kann. Also das Limit ist die Kreativität und was immer man organisieren möchte und sich einfach rentiert, das kann man auch einfach organisieren, wenn man Lust darauf hat. Sei es ein Wine-Tasting bis zu einem Festival oder einem Kongress mit über 1000 Teilnehmern. Es gibt unter anderem auch die Kongresse, dort gibt es das Symposium, in welche sich hauptsächlich auf Finanzdienstleister und Unternehmensberatungen spezialisieren, den Entrepreneurship-Kongress, der sich hauptsächlich auf Startups konzentriert und den Immobilienkongress, welcher sich hauptsächlich auf Immobilien und aus dem Fachgebiet immobilienwirtschaftlich Themengebiete interessiert. Die meisten Studenten an der EBS wohnen tatsächlich im sogenannten Cube. Das ist das Wohnheim, was neben der Universität ist. Dort gibt es, glaube ich, Platz für 200 bis 300 Studenten. Ich selber habe dort auch 4 Jahre gewohnt. Man kommt halt in regen Kontakt mit allen Studenten, weil tatsächlich nur EBS-Studenten dort in dem Wohnheim wohnen. Es gibt natürlich auch Wohnungen in Österreich-Winkel, in den verschiedenen Lagen. Und es gibt auch eine Gruppe von Studenten, die in Wiesbaden wohnt und dann eben halt jeden Tag hierher pendelt. Wie findet man eine Wohnung in Wiesbaden? Das geht normalerweise relativ einfach. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich ganz normal bei WG gesucht schauen, ob man eine Wohnung findet und sich dort bewerben. Es gibt aber genauso von der Universität eine Facebook-Gruppe, die heißt EBS Law School Housing und dort werden auch immer wieder Wohnungsangebote geteilt. Außerdem gibt es für jeden Jahrgang am Anfang eine WhatsApp-Gruppe und dort werden auch regelmäßig von anderen Studenten, die ihre Wohnung abgeben, Angebote reingeschickt. Sonst gibt es eben auch noch die Möglichkeit, eine Wohnung zu finden über die öffentlichen Studentenwohnheime hier in Wiesbaden. Die sind zwar von der Hochschule Rhein-Main oder von der Fresenius, aber dort werden eben auch Zimmer an Externe vermietet. Da kann man sich ganz zentral an eine Stelle wenden und eine von den kleinen Studentenapartments mieten. Ich bin jetzt insgesamt 5 Jahre, glaube ich, an der EBS schon, fast 6. Ich habe meinen Bachelor und meinen Master hier gemacht und promoviere jetzt hier. Ich würde sagen, das spricht schon eigentlich für sich, ob ich mich wieder für die EBS entscheiden würde. An der EBS hat man halt dieses Zusammenhaltsgefühl und dieses Familiengefühl, was man an fast keiner anderen Universität hat. Also ich war bei den anderen dementsprechenden Unis auch auf Tag der offenen Tür und habe auch dort Freunde etc. Und es ist halt auch einfach so, dass auch dort einfach bekannt ist, dass der EBS Spirit und dass der Zusammenhaltsgeist hier einfach am ausgeprägtesten ist. Man ist halt einfach hier in einer kleineren Stadt, was einen dazu zwingt, am Anfang mit den anderen Studenten immer Zeit zu verbringen. Aber sehr schnell merkt man, dass hier Leute sind, die haben Lust darauf, was zu machen. Die haben Lust darauf, sich weiterzuentwickeln. Das sind keine Leute, die hier einfach rumsitzen und den Tag einfach zu Hause verbringen wollen, sondern das sind Leute, die gehen raus, die haben Lust, was zu machen. Und mit diesen Leuten kann man sich sozusagen auch selber auf höhere Level bringen und mit denen kann man eben halt sich selber auch weiterbilden. Und das hat man eben halt an keiner anderen Uni, von denen ich bis jetzt gehört habe. Es ist einfach so, dass hier Leute sind, die sind wirklich bereit, den extra Schritt zu gehen. Und das schweißt halt unglaublich zusammen. Vor allem, weil man die ganze Zeit zusammen Sachen macht. Sei es im Unterricht, sei es in den Resorts, sei es beim Cheerleading im Sport, ob man zusammen auch Wettkämpfe fährt. Man macht wirklich diese 3 Jahre, die man hier in den Bachelor zum Beispiel macht, macht man wirklich durchgehend was zusammen. Und das schweißt immer zusammen. Und das nicht nur fürs Studium, sondern auch fürs ganze Leben. Für mich hat sich der EBS-Spirit zuletzt wieder richtig gezeigt, als endlich die Präsenzlehre wieder voll eingeführt wurde und wir nach den Corona-Semestern endlich wieder in voller Zahl zurück in die Uni geströmt sind und sich die Professoren, zu denen wir echt ein ganz gutes persönliches Verhältnis auch haben, sich total gefreut haben, uns wiederzusehen und es einfach wieder schön war, gemeinsam in Vorlesungen zu sitzen und gemeinsam diskutieren zu können.
Also eine lustige Story, die auch wieder zeigt, hier ist es hier nicht mit dem Unterricht oder mit den Resorts zu Ende ist. Vor den verschiedenen Trophäen und Events, zu denen wir fahren, also Champions Trophy, Royals Cup oder Euromasters, üben wir natürlich immer unseren sogenannten Spirit Song, also den, den wir dann sozusagen dort die ganze Zeit singen. Und es gibt immer wieder die sogenannten Spirit Meetings, die dann um 2 Uhr morgens mit 50 Leuten in der Uni und wir fangen dann alle an zu singen und die Gesänge zu üben. Und das ist dann immer ein relativ lustiges Beisammensein, wenn um 2 Uhr morgens plötzlich die halbe Uni wach wird, weil wir Gesänge im Weinkeller singen, um uns auf die Events vorzubereiten.